Hallo liebe Konfis, wir konnten ja gestern keinen Konfirmandenunterricht haben aus bekannten Gründen und deshalb gibt es heute eine kleine Videobotschaft von mir und auch ein bisschen Videounterricht. Ich hatte eigentlich nach einem YouTube-Video geguckt, das gab es aber zu dem Thema, das für uns jetzt wichtig ist, nicht, deshalb nehme ich also selber was auf. Ich würde nämlich gerne mit euch über Gott und Gottesbilder ein bisschen nachdenken. Das ist, gehört einfach zum Konfirmandenunterricht dazu, dass irgendwann die Vorstellung, die viele von euch vielleicht haben, von Gott als einem alten Mann mit weißem Bart, Klammer auf Weihnachtsmann, Klammer zu, dass das irgendwann nicht mehr so richtig passt und es gut ist, darüber nachzudenken, welche Gottesvorstellung es sonst gibt. Ich habe hier als erstes meinen Lieblingscomic von Calvin und Hobbes mitgebracht. Calvin sitzt mit seinen Eltern am Mittagstisch und mag offensichtlich das Essen nicht. Und sagt, was ist denn, wenn wir feststellen nach dem Tod, dass Gott ein großes Huhn ist oder ein großes Hähnchen? Was machen wir dann? Dann wartet ewige Verdammnis auf uns, sagt er. Und seine Mutter ist total genervt und sagt, iss mal dein Hühnchen, lieber Calvin. Woher wissen wir, dass Gott kein großes Huhn ist? Also, wir können uns Gott ja irgendwie vorstellen. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Gott ist kein Mensch, er ist immer mehr, als wir denken können. Und deshalb könnte Gott theoretisch alles sein, aber ist er auch ein großes Hühnchen? Das kann man ja ein bisschen bezweifeln und man kann darüber nachdenken, woher wir überhaupt Bilder von Gott haben, woher wir etwas über Gott wissen. Da ist natürlich die Bibel der einschlägige Ort, wo wir so ein bisschen nachgucken und da werdet ihr feststellen, dass es ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gott gibt. Gott kann ein Hirte sein, das habt ihr ja letzte Konferstunde mit Inga und Lene in Psalm 23 kennengelernt. Gott kann ein Richter sein, ein König sein, ein Fels, eine Burg sein. Das ist auch ein klassisches Bild. Gott ist Licht, Gott ist Geist, Gott ist eine Macht. Das ist auch ganz typisch biblisch. Gott kann eine Bärin sein, die für ihre Bärenjungen kämpft. Das ist ein biblisches Bild und tatsächlich kommt auch das Bild vom Huhn in der Bibel vor. Gott kann nämlich jemand sein, der seine Küken beschützt, so wie ein Huhn seine Küken beschützt, so beschützt er uns Menschen. Ihr merkt, alle Bilder von Gott sind irgendwie unzureichend. In der Bibel wird sogar gesagt, eigentlich soll man sich gar kein Bild von Gott machen, weil man dann immer in Gefahr ist, dass man versucht, ihn sozusagen kleiner zu machen, als er ist. Gleichzeitig ist es so, dass wir Menschen natürlich Bilder brauchen, weil wir gar nicht anders uns Dinge vorstellen können. Es gibt so eine Geschichte, die beschreibt, wie Blinde einen Elefanten erleben, der in ihre Stadt kommt. Das erste Mal sehen sie einen Elefanten und sie betasten diesen Elefanten. Und die einen sagen, ah, er ist eine große Säule, weil sie das Bein betasten. Andere sagen, er ist ein riesiger Schlauch, weil sie an dem Rüssel rumtasten. Und andere sagen, er ist wie so eine riesige Plane, weil sie eben sein Ohr gerade in der Hand haben. So geht es uns Menschen immer mit Gott. Wir können immer nur Teile von ihm erkennen oder können mit Teilen von ihm Erfahrungen machen und dann unsere eigenen Bilder versuchen zu entwickeln. Ich möchte euch bitten, dass ihr das auch einmal tut, darüber nachdenkt, wie ist Gott eigentlich jetzt für mich? Bilder von Gott verändern sich im Laufe des Lebens, sie verändern sich über lange Zeit. Versucht doch mal, Gott euch nicht als Person vorzustellen, denn das wird in der Bibel auch immer wieder gesagt, ich bin keine Person. Ich bin euer Gegenüber, aber ich bin nicht Mann und ich bin auch nicht Frau eigentlich. Es gibt allerdings tatsächlich auch wiederum Bilder, die sagen, Gott ist wie ein Vater oder eine Mutter. Also versucht mal zu überlegen, wie könnte Gott sein? Und dann bitte ich euch einmal auf Pixabay zu gehen, auf die Startseite von Pixabay und euch da verschiedene Bilder anzugucken und uns dann auf in die Con-App das Bild zu schicken, von dem ihr findet, das passt im Moment am besten zu dem, wie ihr euch Gott im Moment vorstellt. Also sucht euch ein Bild oder überlegt euch ein Bild, schickt uns das in die Con-App und schreibt den kurzen Satz, Gott ist für mich wie, also das, was ihr euch ausgesucht habt. Ich bin gespannt auf eure Bilder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir werden uns nächste Woche dann ganz digital sehen für 2 Wochen. Ich hoffe, das reicht dann, um irgendwie ein bisschen Ruhe in die Infektionslage zu bringen. Ich freue mich schon sehr auf euch und freue mich auch schon sehr, mit euch zu spielen. Hier kommt nochmal ein Bild, wie sich Menschen oft Gott eben auch vorgestellt haben, nämlich als großes Auge in einem Dreieck,
weil Gott ja nicht nur einer ist, sondern drei. Aber das ist die Eiger-Nordwand und Konfirmandenunterricht. Da kommen wir später zu. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.